So, hallo, ich bin live, sehe ich gerade. Jetzt muss ich da unten noch schnell was ausdrücken. Ich hoffe, ihr könnt mich auch, die es nach, im Nachhinein hören, gut hören. Hoppla, ich sehe gerade, mein Kragen ist hier verhitzelt. Mein Wein habe ich jetzt nicht eingeschenkt. Ich habe nämlich heute noch eine E-Mail rausgeschickt, dass ich gerne einen Bacchus hätte. Aber ich habe jetzt gerade erst noch eine Tasse Kaffee getrunken. Also von daher ist mir jetzt nicht nach Wein. Mir ist schon warm genug. Also von daher. Erstmal herzlich willkommen für alle, die da sind oder die noch dazukommen. Mein Name ist Birgit Bollwein. Ich gehe einmal die Woche live hier in die Gruppe. Das war heute auch so ein bisschen, weil letztens bin ich ja mit Zoom in die Gruppe gegangen, beziehungsweise habe ich das ja extern gemacht. Und da war jetzt ein bisschen Verwirrung da. Aber ich denke mal, also für euch generell alle Neuen erstmal herzlich willkommen überhaupt. Freue mich wahnsinnig, dass wir so einen Zuwachs haben, so ein Interesse auch. Hallo Susanne, schön, dass du mit dabei bist. Und ich finde es total klasse. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, euch ein bisschen zu helfen, eben auch im Bereich Verkauf. Das ist meine Leidenschaft. Ich bin selber Kosmetikerin. Seit über 21 Jahren arbeite ich eben in der Beauty-Branche. Und was für andere so der Horror ist, sagen, oh, ich bin kein Verkäufer, ich mag es eigentlich gar nicht, ist für mich, ja, ich liebe es. Ich habe dafür auch eine Methodik entwickelt, wie man ja eigentlich gar nicht mehr verkaufen muss. Und das möchte ich euch so jede Woche ein Stückchen weitergeben. Hallo Birgit, grüße dich. Und natürlich auch in meinen Coachings. Also das ist was, wo ich wirklich brenne dafür. Ich arbeite seit einem Jahr wirklich auf Volldampf. Und vor einem Jahr habe ich noch wesentlich weniger Fältchen gehabt als jetzt. Aber gut, ich, ja, egal, wenn man was liebt, ich habe auch nicht mehr das Gefühl, dass ich arbeite. Ich mag einfach das, was ich hier tue. Wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas ist, wo euch irgendwo brennt, wo er sagt, Mensch, ich habe jetzt eine Kundin und oder ich sehe alle, ihr habt auch viel Probleme mit den Argumentationen, ist viel angekreuzt worden, werde ich auch noch mal ein Thema machen, weil das ist, die Rebecca ist auch da, grüße dich, Ei, und die Sabine. Da muss ich sagen, es gibt halt immer peu à peu, es ist halt immer so häppchenweise. Ich werde auch Quick-Tipps in die Gruppe geben. Ich arbeite halt im Hintergrund momentan auch an dem Seminar in Obertulba. Arbeite eben die Webseite und die Werbung und es ist wirklich wahnsinnig viel und es sitzt manchmal wirklich bis 10, halb 11, halb 12, um euch die Dinge hier an die Hand zu geben. Man sieht es halt oft nicht, aber ich tue wirklich alles, um euch hier vieles an die Hand zu geben. Huhu, Anja. Also, heute haben wir ja ein schönes Thema. Wir haben die Woche auch natürlich das noch gehabt mit dem Google-Kalender, aber wir haben jetzt heute bei der, beim, bei unserer Ding angerufen, Steuerberaterin, Entschuldigung. Und die hat eben gesagt, sie findet nichts mit dem Kalender, wo wir das 10 Jahre aufheben müssten, weil wir natürlich viel online arbeiten, aber ich möchte das separat bearbeiten. Sie will nochmal nachhören. Wir möchten auch nochmal in der Familie, da arbeitet einer beim Finanzamt, nochmal nachhören, dass wir hier auch richtige Aussagen geben. Eben, ob wir auch unser Handy 10 Jahre aufheben müssen, wenn wir dann plötzlich diese App nicht mehr drauf haben, eben mit den Terminen. Heute haben wir ja ein schönes Thema. Wir haben ja im Endeffekt ganz, ganz, ganz viele Behandlungskunden. Und wie ich ja schon reingeschrieben habe, ich muss jetzt erst mal kurz fragen, hört ihr mich gut heute? Ich war vorhin extra noch in der Testgruppe. Dann einfach mal kurz einen Daumen hoch, weil die letzte Zeit nämlich immer das Mikro abhakt. Aber das liegt wirklich an Facebook, weil letztens war das bei einem auch in der Gruppe. Also ich hoffe, ihr hört mich gut. Gebt mir mal bitte einen kurzen Zeichen. Sehr gut. Wunderbar. Danke. Ja, prima. Ich habe zumindest so wieder nicht funktioniert. Ich gehe nie mehr live. Danke, ihr seid lieb. Also von daher müsst ihr euch einfach mal sagen, was kann ich tun oder was sind denn das für Kunden, die ich noch nicht habe? Wir gehen ja kopfmäßig immer Behandlung, Behandlung und Behandlung und nehmen auch viele Behandlungen mit rein. Und wir haben ja auch ganz, ganz immer das Verlangen, das Neueste anzubieten. Viele jetzt nicht persönlich nehmen, ich kenne euch ja auch alle nicht, haben schon direkt einen Bauchladen. Das heißt, sie bieten von bis alles an. Aber ihr müsst euch halt immer eines sagen, ihr habt deswegen nicht mehr Zeit und ihr könnt immer nur einen Kunden pro Termin reinnehmen. Es wird dadurch ja nicht mehr. Ne? Ihr bietet nur andere Behandlungen an, die vielleicht dann ein bisschen wertiger sind, ein bisschen teurer sind. Es ist ja auch gut so. Ihr sollt ja auch wirklich qualitativ gute Arbeit anbieten. Das ist wichtig und dass ihr auch Geld verdient. Ja, ihr macht so eine tolle Arbeit, ihr arbeitet so viele Stunden. Also ich kenne kaum eine Kosmetikerin, die so viel
arbeitet, wie die, die ich jetzt schon kennengelernt habe, wo man manchmal wirklich abends noch spät um 9 Uhr telefonieren muss, damit man überhaupt Möglichkeiten hat, mal in Ruhe miteinander die Dinge zu bequatschen. Und das muss ich sagen, das gehört entlohnt. Ich habe ja einen BWLer hier in der Gruppe und der macht sich da ja auch manchmal die Rechnung auf und er sagt, es sind sich wahrscheinlich einige nicht bewusst, die hier wirklich günstige Behandlungen anbieten und dadurch, wenn sie mal bis zum Ende des Jahres rechnen würden, wirklich teilweise Mindestlohn erhalten. Und das kann es nicht sein. Und ich trete hier wirklich dafür an, dass ihr hier eine Qualität bieten könnt, nicht nur in den Behandlungen, sondern auch in eurer Beratung, dass ihr hier wirklich das Doppelte, das Dreifache an euren Umsätzen endlich mal habt, weil ihr könnt das. Ihr habt wirklich hier auch ganz, ganz viel zu bieten an ganz tollen Produkten und auch an ganz tollem Know-how. Ihr müsst es nur richtig einsetzen. Und da muss ich sagen, das sind noch ein bisschen, aber auch von der Ausbildung, da könnt ihr teilweise gar nichts dafür. Das wird einfach zu wenig vermittelt. Aber da müssen wir im Endeffekt da noch viel mehr reingehen, um dass ihr hier wirklich auch richtig gut partizipieren könntet. Also, 10 Kunden haben wir jetzt mal und davon kommen im Endeffekt eine zu euch zur Behandlung. Was ist denn mit den anderen 9? Ja, was sind denn das für Frauen oder auch für Männer? Wir haben ja auch mittlerweile Männer bei uns. Wie könnten wir die erreichen? Also, ich habe ja mal jahrelang in einem Vertrieb gearbeitet. Ich habe gar keine Behandlung gemacht. Ich habe nur verkauft. Wie gesagt, ich liebe das ja. Ich habe ja das Pferd von hinten aufgezäumt und habe im Verkauf dann daraus die Behandlungen gemacht. Also ich habe mir meine Kunden, um das jetzt mal so flapsig, ich hoffe, ich bin noch nicht so flapsig, ich bin halt so, ich bin halt auch so, ja, einfach ein lockerer Mensch. Ich habe das Pferd von hinten aufgezäumt und habe im Endeffekt wirklich Kunden zum Beraten in meine Beratungsstelle reingeholt. Weil was glaubt ihr denn? Sind denn noch für Kunden unterwegs, die wir alle glücklich machen könnten? Das ist die Hausfrau. Die Hausfrau, die keine Zeit hat, jetzt großartig oder auch gar nicht daran denkt, sich Zeit für sich zu nehmen. Klar, eine kommt von 10, die sagt sich, ich gönne mir das. Da muss mein Mann die Kinder nehmen oder die Oma. Ja? Es liegt nicht immer am Geld. Ganz wenig sogar, weil die meisten Frauen erstmal der Mann, die Kinder, der Hund, der Haushalt, der Garten und dann ich. Ja? Und das dauert denen auch viel zu lang. Aber was alle zu Hause stehen haben, ist doch Cremes. Jeder hat was zu Hause stehen. Und dazu gehört die Hausfrau. Dazu gehört auch Geschäftsfrauen, die es nicht schaffen. Dazu gehören die Muttis. Dazu gehören auch ältere Frauen, Jugendliche und natürlich die Kinder. Also wir haben noch ein riesen Feld zu bearbeiten eigentlich. Und ich habe jetzt auch mal aufgeschrieben, was sie eigentlich alle haben. Die haben alle Stress. Selbst die Jugendlichen haben Stress. Vielleicht die Omas, die haben ein wenig Langeweile. Aber ansonsten haben die alle Stress. Und was macht denn Stress mit uns? Stress lässt uns altern. Also das kann ich unterschreiben. Ich habe so viel graue Haare gekriegt dieses eine Jahr jetzt, wo ich hier wirklich ganz massiv hier arbeite, weil es einfach anstrengend ist. Ja, es ist zwar euer Stress, aber es ist anstrengend. Hoppla, was habe ich denn jetzt gedrückt? Also ihr könnt mir da bestimmt recht geben, dass Stress schon auch ziemlich altern lässt, aber das ist noch lange kein Grund zu sagen, ich gehe jetzt zur Kosmetikerin. Aber was will denn keiner werden? Es möchte keine Hausfrau älter aussehen, als sie ist. Es möchte kein Jugendlicher irgendwo eine schlechte Haut haben mit Unreinheiten oder sonstiges. Es möchte keine Mutti unbedingt aussehen wie, ne? Also es möchte doch jeder irgendwo gut aussehen. Es möchte jeder eine gesunde. Mir läuft mein Auge aus. Ich weiß gar nicht, bringt mich zum Weinen. Oh, die Anja fliegt immer raus. Anja, du kannst es nachher auch noch anschauen. Also es ist im Endeffekt so, dass wir hier wirklich ganz, ganz, ganz viele Menschen noch erreichen können, weil die auch alle eine schöne Haut haben möchten. Also ich heule jetzt wirklich nicht wegen euch, ich glaube, mir ist irgendwas ins Auge rein. Also mir war es zwar heute auch schon mal zum Weinen, aber aus einem anderen Grund. Aber das ist jetzt irgendwie, da ist mir irgendwas rein ins Auge. Aber ich gucke. Auf jeden Fall ist es hier so, und jetzt mal ganz ehrlich, was machen diese Kunden? Die gehen schnell in irgendeine Drogerie oder halt in eine Parfümerie und lassen sich mal eben schnell beraten, weil wie viel Zeit haben die? Ja, dann sehen die diese Leute, die da kommen, diese Menschen, die ja eigentlich eine gute Pflege haben möchten, die gut aussehen möchten. Und die sagen dann im Endeffekt, ja, ihre Haut glänzt. Ich glaube mal, sie haben die und die Haut. Und mal ganz ehrlich, welche Frau, selbst
Ich konnte früher meine Haut nicht selber richtig einschätzen. Ich habe mir meine Probleme in die Haut selber reingepflegt. Ich habe eine wahnsinnig schlechte Haut gehabt. Ich hatte Akne, ich habe Neurodermitis, ich habe ausgesehen. Also ihr müsst Bilder von mir sehen, da sehe ich wirklich uralt aus. Und ihr wisst, was Pflegeprodukte machen können. Und da ist doch im Endeffekt ein Produkt und hier eure Dienstleistung, also sprich Hautanalyse, Beratung, genaue Zusammenstellung der Produkte, doch auch eine Dienstleistung. Also nicht nur die Massage, die Behandlung, sondern auch die Beratung alleine ohne großartige Behandlung. Das heißt, die Kundin kommt, ihr macht mit ihr eine Anamnese, ihr macht mit ihr eine Hautanalyse, eine Kurzpflege. Und danach die Beratung. Und die Kundin kommt auch im Kopf, ich lasse mich heute beraten und wenn mir das gefällt, kaufe ich auch was, wenn der Preis-Leistung stimmt. Das funktioniert hervorragend. Wirklich, ihr kriegt dadurch ein ganz neues Kundenklientel. Und das Tolle ist, die Kundin kommt dann irgendwann nicht mehr nur zum Beraten, sondern die kommt auch irgendwann zum Behandeln. Ja, weil wenn ihr sagen würdet, Mensch, mit den Produkten, da kannst du richtig, richtig toll was erreichen. Aber pass mal auf, wenn wir noch diese und die oder jene Behandlungen mitmachen würden, würde das wesentlich schneller gehen. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Und da sind die mega begeistert, weil die müssen doch, wenn sie eine tolle Haut haben, seid doch mal ehrlich, es hilft doch nichts, wenn die einmal die Woche oder einmal alle 4 Wochen nur die richtigen Produkte nimmt und von euch super behandelt wird, massiert wird, geht raus, richtig prall und nach 3 Tagen ist der ganze Zauber rum. Sie nimmt daheim ihre Sachen, die nicht passen. Von Hinz die Reinigung, von Kunst das Gesichtswasser und von was weiß ich die Cremes. Das bringt doch nichts. Und ganz ehrlich, ganz viele glauben auch gar nicht, dass Cremes was können. Woher denn auch? Ja? Die glauben der Werbung, dann holen sie sich dann irgendwie so eine Push-Creme, was weiß ich, von irgendeiner Firma. Aber im Endeffekt bringt doch nur das System was und das bringt nur was, wenn es Wirkstoffkosmetik ist, wenn es aufs Hautbild abgestimmt ist, jahreszeitenmäßig dazu auch noch. Und wer kann das? Kann kein Online-Shop, kann keine Drogistin, kann keine Apotheke. Selbst wenn sie das Know-how hätten, die können die Leute ja nicht ausziehen. Ja, sprich abschminken, so mitten im Laden und sagen, schminken Sie sich mal ab. Wir gucken jetzt mal nach der Haut und dann muss sie rausgehen, ist ungeschminkt oder das macht ja keiner. Es kostet auch viel zu viel Zeit. Aber diese Zeit, ich sag's euch, das ist wirklich eine Stunde, die ihr mit der Kundin hier verbringt, aber die ist Gold wert. Die ist wirklich Gold wert. Ihr kriegt die tollsten Stammkunden da draus, weil das ganz anders abläuft. Also das ist was, das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und wenn ihr möchtet, dann schreibt mich an. Ich habe ganz tolle Gutscheine dafür für eine Hautanalyse im Wert von 49 Euro in verschiedensten Designs. Also ihr könnt da aus dem Vollen schöpfen. Also schreibt mich einfach an oder schreibt es in die Kommentare unten rein und ich schicke euch den Link. Und dann, oder schreibt es halt in extra Ding halt rein oder kannst euch auch persönlich schicken. Lasst die drucken und da geht wirklich die Post ab damit. Die habt ihr immer in der Handtasche und wenn ihr jemanden seht, könnt ihr doch sagen, Mensch, ich sehe gerade, Sie haben mich so toll beraten, ich würde Ihnen ganz gerne mal einen Gutschein schenken. Es hat mich so gefreut, ich finde es so toll und das als kleines Goodie, als kleines Bonbon, da freuen sich die Kunden drüber. Glaubt mir, das funktioniert, ich habe jahrelang so gearbeitet. Ne? Also von daher, eine tolle Möglichkeit. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr das gerne noch reinstellen, auch danach, nach dem Video, gerne noch die Fragen reinstellen. Ich beantworte die auch noch im Anschluss. Aber jetzt gucke ich gerade bei der Monika, die Ranina hat was geschrieben. Ranina Monika. Im Zeitalter des Internets lassen sich die Kunden gerne beraten. Ich kaufe die Produkte dann im Internet gerade wieder erlebt. Ach, ich schaue dann mal, mache aber ein Foto, damit ich weiß, was sie empfohlen haben. Ja, das ist auch sowas. Das kann schon sein, wenn die das dann im Internet kauft. Das kann auch mal kurzfristig passen. Aber wir haben im Endeffekt, und das müsst ihr rausarbeiten, die Haut verändert sich. Ja, wir hatten neulich das Thema auch im Coaching gehabt, wo es ging, ja, die Kunden kaufen sich, da verkaufen Kosmetikerinnen ihre Kapiware und überhaupt alles gut und schön. Und gerade die schönen großen Pötte, ganz toll. Ja, aber passt es übers ganze Jahr? Nein. Weiß die Kundin nach einem halben Jahr, ob die Produkte noch passen? Nein. Und genau hier müsst ihr ansetzen. Ihr müsst eure Kompetenz auspacken, dass die Kundin im Endeffekt weiß, dass die ohne euch nie wieder Produkte einkaufen kann. Also meine Kunden, die kommen überhaupt nicht auf die Idee, im Internet einzukaufen. Im Gegenteil, die sagen, Birgit, ich muss mal wieder zu dir kommen, außerhalb des Termins. Ich merke, meine Haut spannt, da stimmt was nicht. Du musst mir wieder mal sagen, was ich brauche.
weil nur hier haben sie maßgeschneiderte Pflege. Nur ich kann ihr sagen, wie viel und was davon fehlt, wie viel Fett fehlt. Brauchst du eine ganz reichhaltige Fettpflege oder brauchst du nur ein bisschen Fett? Kann man das vielleicht mit einer Maske ausgleichen, ne, eine Zeit lang, dass es dann die Haut wieder selber schafft, gerade in der Übergangszeit? Das ist nicht einfach. Kann kein Kunde. Ja, das kann keiner. Das könnt nur ihr. Definitiv. Und auch das ist euer Alleinstellungsmerkmal. Seid euch mal dessen bewusst. Ihr müsst es den Kunden nur erklären. Ihr müsst es so verkaufen. Und das wird oft vergessen. Ja, ihr verkauft gerne eure Behandlungen, aber ihr verkauft zu wenig euch, eure Kompetenz. Und das ist eigentlich mit das A und O. Wenn die Kundin weiß, was ihr zu bieten habt, ja, dann ist es im Endeffekt das A und O von eurem Geschäft. Dann geht ihr nicht mehr woanders dahin. Habt ihr so eine Kundenbindung geschaffen? Und das ist ja auch wichtig. Dafür stehe ich ja auch. Ich stehe nicht nur fürs Verkaufen, sondern ich stehe dafür für nachhaltigen Stammkundenaufbau. Wir wollen Premium-Stammkunden, die regelmäßig ihre Pflege, ja, eigentlich im Endeffekt jeden Monat, sag mir mal, so 30 Euro nachbestellen. Und das funktioniert hervorragend, wenn man es richtig macht. Man muss nur wissen, wie. Man braucht eine Strategie, man braucht einen Weg. Man muss halt im Endeffekt die kleinen Details, diese Sequenzen einfach richtig setzen. Und deswegen ist es auch immer so, ich liebe Einzelcoaching, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also, weil ich hier wirklich im Detail arbeiten kann. Und ich arbeite immer aus der Praxis heraus. Also bei mir macht wirklich jeder erstmal Praxis, um hier die Theorie einzuflechten und zu sagen, pass auf, so und so und so ist die Theorie und das machen wir jetzt nochmal. Nur so kann man Fehler aufdecken. Auch in meinem Live-Seminar in Obertrülbach, da wird ganz viel live gearbeitet, ganz viel praxisbezogen gearbeitet. Da gehen wir sogar nochmal in die Hautanalyse rein. Weil das ist euer wichtigstes Werkzeug. Nur ihr könnt sehen, was die Kunden braucht. Nur ihr. Und deswegen nutzt das. Jetzt habe ich mich direkt hier reingesteigert. Ja, das brennt halt in mir, weil ich das auch immer wieder merke, dass das einfach viel zu wenig genutzt wird. Dann haben auch viele das Problem, es zu erklären zum Schluss. Es fehlen die Argumentationen. Kundin würde ganz gerne, dann kommt aber die Unsicherheit oft. Und das ist schade. Also wenn man da ein bisschen, ja, einfach ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Argumentationen hätte und mehr Leichtigkeit auch im Verkaufen hätte. Ja, es muss leicht sein, es muss fließen und vor allen Dingen muss ein Sog entstehen. Eine Kundin muss zum Schluss kommen und normalerweise muss sagen, ach, Birgit oder Ranina oder Petra oder Anja, Susanne, sag mal, was war das jetzt? Kannst du mir mal erklären? Du hast mir jetzt gesagt, dass uns das fehlt. Hast du da was da? Und wenn er das geschafft hat, das ist Verkaufen. Das ist Verkaufen. Und das schafft man, wenn man die richtigen Dinge an der richtigen Stelle, wenn man die da dran setzt. Also das klappt dann wunderbar. Also wenn ihr Fragen dazu habt, gerade zu diesem Thema Kunden bekommen ohne Behandlung, ja, dann können wir ganz, ganz gerne nochmal miteinander im Anschluss dann nochmal die Fragen, stellt sie einfach rein. Es ist vielleicht auch mal eine andere Denkweise, vielleicht ist es auch so, wo man sagt, huch, also so habe ich ja noch nie und das würde ich nie machen. Dann ist es ja auch immer kein Muss. Es ist eh alles, was hier in der Gruppe ist oder alles, was in meinen Schulungen ist, kann man alles aufnehmen. Aber alles sein kann und können muss. Das ist mal ganz klar. Und wenn er heute nur einen Satz mitgenommen hat, eine Idee mitgenommen hat, dann ist das schon toll. Da freue ich mich darüber. So, habt ihr noch Fragen? Ist noch irgendwas, wo ihr sagt, ja, Birgit, du bist noch unterwegs, würde ich ganz gerne noch was wissen? Schreibt mir gerne noch, ich beantworte das gerne. Wie gesagt, jeden Donnerstag bin ich hier mit live und ab und an habe ich halt auch Lust, mal euch live kennenzulernen. Dann mache ich auch ein Zoom-Meeting. Ihr müsst mir nur mal reinschreiben, wann ihr Zeit habt für dieses Zoom-Meeting. Ich denke, es ist im Sommer 8:30, denke ich mal, eine ganz gute Zeit, wo wir das machen könnten, weil 8 Uhr ist schon fast schon wieder zu bald, habe ich schon gemerkt. Aber wir gucken einfach mal, wie sich das entwickelt. Und wenn ihr Lust drauf habt, schreibt mir einfach. Und dann können wir wieder mal sowas machen, weil dann sehe ich euch, dann könnt ihr auch gleich eure Fragen stellen. Ich finde es schon klasse. Ne? Okay, dann würde ich sagen, lieber immer kurz und knackig. Diese Zeit habt ihr oftmals. Das ist mal so auf eine Tasse Kaffee. Und wie gesagt, die Quick-Tipps kommen und Google-Kalender werde ich auch nochmal aufnehmen, damit ihr wisst, wie das funktioniert, weil das ist so hervorragend, das ist so toll. Aber ich möchte jetzt erstmal auf den Steuerberater, wie gesagt, nochmal warten. Und dann kann ich euch da auch genaue Informationen dazu geben. Gut, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bitte macht das Beste aus eurem Termin morgen. Ihr habt es verdient, wirklich. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bis bald.
Eure Birgit von Business Beauty. Tschüss.